Warum sind Sie auf Putins Seite und nicht auf Seiten der Mehrheit der Wähler? Wir sind überhaupt nicht auf Putins Seiten. Man muss die Dinge ansehen, wie sie sind. Wir haben uns nahezu verdoppelt und das hat gute Gründe. Der Wähler ist ja nicht dumm, die Demokratie funktioniert. Aus der Atomkraft auszusteigen, wie kein anderes großes Land auf der Welt, aus der Steinkohle auszusteigen und dann noch aus der Braunkohle auszusteigen, ist ein Selbstmörderprogramm für die eigene Wirtschaft. Das kann so nicht funktionieren. Und die AfD war die einzige Partei, die sich dagegen positioniert hat. Mittlerweile haben ja die deutschen Unternehmen bei Energiekosten, Strom, Gas, zehnfach so hohe Kosten wie die Konkurrenten in den USA und in China. Das kann so nicht weitergehen. Von daher haben wir als Einzige sozusagen opponiert und die richtige Programmatik vorgeschlagen. Wenn die AfD in der Regierung gewesen wäre, wäre das in Deutschland nicht passiert. Das soll ja jetzt anders werden. Morgen wird die Ampel. Wir müssen weitermachen mit Blick auf die Uhr. Das soll ja jetzt anders werden. Morgen will die Ampel hier in Berlin gleich morgen früh schon die Energiepreisbremse, die Gaspreisbremse präsentieren. Niedrige Energiepreise fordern ja auch Sie. Da muss jetzt mal ein Lob für die Ampel von Ihnen kommen, oder? Das ist ja nur eine Kur an den Symptomen. Diese Energiepolitik, diese linksgrün ideologisch, viele sagen ja geradezu verblödete Ideologie und Energiepolitik, hat uns dahin geführt in die Abhängigkeit von Putins Gas. Das war genau der Weg. Die haben uns von Putin abgemacht und nicht die AfD. Was jetzt passiert, an den Preisen ein bisschen was zu manipulieren, das kann kein Staat der Welt gegen diese Riesenmächte, die Energiemächte dieser Welt, dagegen irgendwie anzusubventionieren mit Steuergeldern. Das kann man einen Monat machen, kann man zwei Monate machen. Es sagen ja schon der Chef des Chemieverbandes in Deutschland, es droht hier ein Industriemuseum zu werden. Haben wir verstanden. Durch diese linksgrüne Politik. Und da waren wir die Einzigen dagegen und deswegen hat sich die AfD verdoppelt. Nicht. Gibt einen neuen ARD-Deutschland-Trend. Fast zwei Drittel aller Wählerinnen und Wähler sind mit seiner Arbeit weniger oder sogar sehr unzufrieden. Das muss Ihnen schon große Sorgen machen. Wir sind in einer Krisensituation im Moment gerade. Und ich glaube, es wäre sehr überraschend, wenn die Parteien, die die Bundesregierung tragen und auch die handelnden Personen jetzt gerade gefeiert werden würde, denn es gibt ja ganz erkennbar in weiten Teilen der Gesellschaft eine Erwartungshaltung, dass wir die Energiekrise in den Griff kriegen, dass wir die Versorgungssicherheit gewährleisten, dass wir die Preise runterbekommen und natürlich werden die Menschen dann am Ende dieser Krise ein Urteil darüber zu sprechen haben, ob sie das gut gefunden haben, wie wir das gemacht haben. Jetzt ist keine Bundestagswahl im Bund, wir arbeiten stoisch an dem, was wir uns vorgenommen haben und als SPD-Generalsekretär erlaube ich Ihnen zu sagen, von schlechten Umfragewerten, da lasse ich mich nach den letzten Jahren wirklich nicht mehr kehre machen. Nein, was hier passieren muss, ist eine Erhöhung des Angebots, des Energieangebots. Es müssen jetzt schleunigst, und Herr Czaja von der CDU, die Merkel-CDU hat die Atomkraftwerke abgeschaltet. Das war ihre Schuld. Sie haben linksgrüne Politik gemacht, damals schon. Und natürlich müssen wir die Atomkraftwerke laufen lassen, die laufen. Die drei, die wir zurückholen können, wieder zurückholen. Wir müssen Kohle und Steinkohle gucken, was wir machen können an Kraftwerken. Und den einen Strang Nord Stream, der noch okay ist, den müssen wir sichern und in Kraft setzen und die anderen reparieren. Sonst säuft die deutsche Wirtschaft ab. An dieser Stelle muss ich für einen ganz kurzen Moment unterbrechen. Seit Karl Lauterbach Gesundheitsminister ist, haben die Anzahl von unerwünschten Impfungen, Organspenden oder Behandlungen zugenommen. Und um dies eben zu verhindern, müssen Sie sich unbedingt eine Patientenverfügung bzw. eine Vorsorgevollmacht oder Notfallkarte zulegen. In dieser können Sie unerwünschten Behandlungen widersprechen und das medizinische Personal ist daran gebunden. Mehr Informationen und diese Dokumente passend für den Geldbeutel und rechtlich geprüft finden Sie auf meiner Webseite. Der Link ist in der Beschreibung dieses Videos. Das wäre aber doch wieder das, was Putin möchte. Aber wir wollen über das Thema Atomkraft jetzt tatsächlich gemacht von Putin. Wir wollen über das Thema Atomkraft, Herr Born. Sie wissen das. Wir wollen über das Thema Atomkraft jetzt sprechen, nicht weil Sie es aufgerufen haben, Baumann, sondern weil es hier sowieso auf dem Zettel steht und weil es unsere Zuschauer und Zuschauer enorm Weise richtig, Herr Baumann. Man muss auch manchmal die Lage dann neu beurteilen und man kann nicht bei alten Denken und alter Ideologie bleiben. Das ist aber nicht Ihr Thema. Sie wollen sowieso so nur hetzen, das tun Sie auch in dieser Sendung die ganze Zeit. Jetzt sind Sie dran, Herr Baumann. Sondern das Entscheidende ist, dass wir konstruktiv in diesen Part gehen. Wir haben konstruktiv unsere Hand ausgestreckt, als es um die Unterstützung der Bundeswehr ging. Da haben wir gemeinsam Entscheidungen im Bundestag getroffen. Wir haben zusammen die wesentlichen Grundgesetzänderungen vorgenommen. Und wir sagen auch weiterhin, wir sind ausgesprochen konstruktiv und beteiligen uns an diesem Weg.
Aber das, was momentan auf dem Tisch liegt, sind noch keine Instrumente, sondern nur eine Summe Geld. Konstruktiv ist angekommen. Wir nehmen Sie beim Wort und sind bei Herrn Baumann. Sie haben einen heißen Herbst bereits angekündigt. Ganz kurz, bitte, kommt der jetzt erst recht nach diesem Wahlerfolg heute? Dieser heiße Herbst kommt, weil die Bürger Angst haben, die Unternehmen haben Angst und sie haben Angst zu Recht. So eine Krise hat es ja noch nie gegeben, in der ganzen Nachkriegszeit nicht. Und da ist die CDU im Kern mitverantwortlich, die 16 Jahre natürlich. Rot-Grün wird uns daraus nicht befreien, auch nicht mit Hilfe der FDP, das sehen wir gerade. Wenn man den Streit sieht in der Regierung, kann einem ja noch mehr Angst und Bange werden, wie führungslos Deutschland jetzt auch noch ist. Das wird leider ein heißer Herbst. Die Regierung muss sich ändern, die Politik muss sich ändern. In anderen Ländern wie Italien ist es ja schon passiert. Da sind Parteien, die uns sehr nahe stehen, jetzt an der Regierung. Danke, in Frankreich auch meiner. Wir sind damit schon bei der Schlussrunde, Herr Baumann, weil die Zeit rennt. Das war wirklich super spannend. Ich bedanke mich für Ihre Geduld. Denken Sie noch an Ihre persönlichen Dokumente und bis bald dann.